Und es geht weiter mit Legend of Zelda Skyward Sword für Nintendo Wii. Beim letzten Mal haben wir den Tempel des Erdlands bereits zum Teil erforscht. Tja, und jetzt müssen wir uns hier weiterkämpfen durch den Tempel des Erdlandes. Ein Loch, in dem nichts ist. Okay, gut, ist auch nicht schlimm. Weiter geht's in den nächsten Raum. Den haben wir noch nicht komplett zu Ende erforscht. Da hinten müssen wir nämlich hin, zu dem Punkt. Ach, die Moblins sind weg. So, bitte schießt jetzt nicht. Ah, gut, sie schießen nicht. Und einer ist übrig, und zwar der hier. Das soll der Anführer sein. Und wir sind die erste große Kiste des Dungeons. Mal schauen, was da drin ist. In dieser großen Kiste. Ich glaube, es hilft nichts, einfach wahllos drauf loszudonnern, sondern genau zu gucken, wo jetzt halt die Zuschlagpunkte sind. Vor allem bei den Echsen. So, was haben wir hier drin? Die Karte! Das wird uns ungemein helfen in diesem Dungeon. Und ich glaube, es war so, ja, die Karte ist mit dem Kompass verbunden. Und wir haben schon gesehen, da hinten ist Zelda. Der Dungeon verhältnismäßig auch sehr klein. Allerdings auch sehr schön. Gut, ich muss sagen, das Klein täuscht bei diesem Dungeon. Denn er sieht zwar klein aus, ist aber dafür verzwickt. Und ich habe gerade, glaube ich, was gesehen. Nämlich da drüben. Ich glaube nämlich gerade eine Bombe gesehen zu haben. Habe ich gerade eine Bombe gesehen bei dem Teil da vorne? Oder täusche ich mich da? Muss gerade mal gucken. Nee, das war das komische blaue Auge von dem Typen. Das sah aus wie eine Bombe. Na egal. Das war jetzt richtig fail. Aber naja, gut. Das war mit Absicht. Das habe ich gerade mit Absicht gemacht. Mal wieder kurz zwischendurch speichern. Denn sicher ist sicher. Damit schießt du auf der sicheren Seite. Boah, diese Wortwitze schon wieder. Gut, ich glaube, hier müssen wir noch was anderes vorher machen, bevor wir da groß was tun können. Ich glaube, dazu brauchen wir auf die Kugel. Ja, ich glaube, dazu brauchen wir die Kugel. Ihr seht schon, hier sind so komische Risse bei der Brücke. Und da vorne ist eine weitere Truhe. Was kann da drin sein? Blaue Vogelfeder. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Nice! Sehr seltenes Item, was wir hier haben. Rubine, Rubine und ein bisschen Erz. Und noch ein paar Rubine. Wir haben schon mehr 90 zusammen. Aber wie gesagt, 1800 will ich mir zusammensparen, denn so viel brauchen wir jetzt für Herzmedaille und für eine Käfermedaille. So, und dafür brauchen wir die Kugel. Und zwar, um das Ding daran zu schieben. Dann passiert nämlich das.
So, gleiches machen wir auf der anderen Seite. Allerdings wird das nicht ganz so einfach wie jetzt, denn dafür müssen wir kleine Umwege gehen. Allerdings auch nicht so schlimm. Waren wir da drüben schon? Nee, ich glaube, da war ich noch nicht. Gut, dann gehe ich da mal hin. Könnte ja auch was Nützliches sein. Und wir sind schon... Eigentlich kann ich doch ganz einfach... Okay, das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Ich wollte auf das Land rauf. Und zwar, ich glaube, wir müssen die Bombe auf dieses Teil raufwerfen. Na, das war jetzt zu spät. Was willst du, Pfeil? Gib wieder deine Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend, Heilungsmaßnahmen zu ergreifen. Ach, wirklich? So, mal ein paar eingesammelt. Bis hier wieder voll ist. Ach so. Ah, scheiße. Nein, zurück. Oh, das war knapp. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, warten und werfen. Bams, jetzt hat's geklappt. Dafür muss doch was Kostbares gehen, wenn das schon so knifflig war. Und? Sag ich ja, goldener Schmuckschädel. Dafür haben wir das gemacht. Ich glaube, die werden später noch sehr, sehr nützlich sein, wenn es um die Schwert- bzw. Schild-Verbesserung geht. Sollte ich mir durchaus merken. So, und hier habe ich ein Weilchen überlegt, weil man kommt ja da hinten nicht hin. Zum anderen Brückenteil. Denkt man sich, wie macht man das jetzt? Ich verrate euch, Leute. Ihr müsst nämlich, es ist nämlich gar nicht so leicht drauf zu kommen. Seht ihr das? Die Risse? Das müsst ihr aufsprengen. Ja, da braucht man schon ein ganz genaues Auge für, um das rauszufinden. Nicht ganz genaues Auge, aber man muss schon genau hingucken. Denn der Riss ist wirklich nicht einfach zu sehen. Zumindest nicht auf den ersten Blick zu sehen. So, was haben wir hier Schönes drin? Kleines Versteck. Da ist einfach mal ein Gegner drin, der mich hier meint zu trollen. Aber naja. Herzen können wir gut gebrauchen. Was die Herzmedaille kann. Ich denke mal, wir werden es bald rausfinden. Ja, schön, dass du mir zustimmst, Link. Wie gesagt, 1800 Rubine brauchen wir für beides. Es kann sein, dass ich zwischendurch mal ein bisschen Geld für Tränke ausgebe. Ansonsten die richtig großen Geldsummen werde ich mir dann weiter sparen. Ich finde, die Kämpfe mit den Viechern sind spannend. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, wie man das... Ah, cool, Schmuckschädel. Das heißt, jetzt können wir das Schild theoretisch upgraden. So. Tja, jetzt fragt euch...
Wie nun weiter? Ich glaube, hier ist irgendwo wieder so eine Stelle, wo wir weiter können. Beziehungsweise irgendwas aufspringen. Nee, da war es nicht. Ah, ich glaube, ich sehe es, oder? Ja, genau, da ist es. Da ist die Stelle. Ist auch nicht ganz so leicht zu finden. Da muss man schon probieren. Wenn man es gerade zum ersten Mal spielt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen in Flammen. Kann mir auch schlechte Rollen hier auf dem Ding. Ist es gerade richtig? Nee, ist gerade, glaube ich, gerade die falsche Richtung, in die ich mich bewege. Ich muss dahin. Oder war es gerade doch die falsche Richtung? Nee, es war doch die falsche Richtung. Da hat mich der Frosch gerade ein bisschen verwirrt. Was ist da oben eigentlich? Ich hab's doch gerade... noch gesehen. Genau da oben. Moment mal. Da werde ich doch gleich mal den hier reinschicken. Ah, da war ein Rubin drin. Oh, ho, ho. Der hat aber ganz schön viel gebracht. Ist aber, muss man sagen, nicht ganz leicht zu erreichen. Da muss man schon ein bisschen zielen können mit der, mit dem Teil. Das hat mich ja ein bisschen verwirrt. Aber naja, jetzt geht's schnurstracks geradeaus weiter. Wenn wir Gegner sehen, dann wissen wir garantiert, ja, dass wir richtig sind. Ah, gut. Die Kugel hat den Feind doch noch gekillt. Da müssen wir jetzt, glaube ich, durch. Ich muss gerade mal schauen, wie das funktioniert. Deswegen schicke ich mal meinen kleinen Speer voraus. Ah. Natürlich müssen wir den Rest von der anderen Seite aus machen. Glaube ich gerade zu wissen. Warte mal, geht das von der anderen Seite oder klappt das nicht? Ne, klappt nicht von der anderen Seite. Ich denke mal, dazu müssen wir... unseren Gevatter... andere Seite schicken. Oder ist das Tor zu weit? Nee, eigentlich muss das so sein. Ja, doch. Ist richtig. Zack. So einfach kann es funktionieren. Übrigens, merkt euch das Gesicht auf dem Tor, was ihr gerade gesehen habt. Das Gesicht hat noch eine ganz bestimmte Bedeutung. Aber naja, dazu kommen wir noch im Verlauf des Spiels. Da werde ich noch nichts verraten drüber. Ich gebe euch nur schon mal kleine Hinweise. Safe, okay. Und ich glaube, ich habe gerade wieder was gesehen. Allerdings will ich erstmal, damit wir Ruhe haben, ihn da loswerden.
Fuß die ganze Zeit das Zeug jetzt? Moment mal. Na, es war zu spät. Wartet, 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 wartet. Und zwar jetzt. Ist was drin? Nee. Ich dachte, da wäre was drin gewesen. Man könnte vielleicht reinfliegen, aber... Nein, kann man nicht. Man muss schlichtweg warten, bis das Feuer ausgeht und... Ja. Rollt sich dann ganz bequem vorbei. Und ich glaube... Ja, jetzt wird es ein bisschen kniffliger, denn die Straße wird ein bisschen enger. Ich finde, der Raum ist genial designt mit dieser kleinen Feuerstraße hier. Fließt die Lava so seitwärts runter? Boah, zu viele von euch. Wie er so balanciert auf dem kleinen Ding. Sieht das nicht aus. Naja, gut. Und wo kommen wir raus? Natürlich auf der anderen Seite. Bei der Brücke. Du hast keine Chance. Und gleich raufgejumpt. Und zwar perfekt auf die Plattform. Sweet. So, gehen wir weiter tiefer rein. In den Tempel. Na, weit bis zum Bossraum ist es nicht mehr. Wir sind schon gar nicht mehr so weit entfernt davon. Ich glaube, hier musste man vorher noch was anderes tun. Beziehungsweise... Wir checken es mal aus. Ja, ihr seht schon. Man muss quasi einfach nur hier am Rand ausweichen. Vor diesen Blöcken. Beziehungsweise vor diesen Rollen. Da kommt pro Etage. Okay, jetzt sind wir. Jetzt ist Halbzeit. Jetzt sind wir hier. Runter wollen wir natürlich nicht. Und rennen! Ja, ihr seht schon. Da wird auch was sein. Da wird sich auch was verbergen, denke ich mal. Na, das müssen wir irgendwie anders lösen. Ja, ihr seht schon, hier ist ein kleiner Kriechgang. Und ihr merkt schon, wir müssen die Bomben benutzen, um da was reißen zu können. Na, hier ging es auch nicht lang. Ach doch, hier ist glaube ich irgendwo so ein Dampfloch. Und da können wir dann natürlich... nach oben. Genau so. Das würde ich sagen, machen wir noch. Im übernächsten Part, das sage ich schon mal, werden wir vermutlich erstmal Tränke kaufen, da ich mich für den Boss ein bisschen rüsten will. Das müssen wir ein bisschen höher schmeißen, damit die Bombe ein bisschen früher explodieren kann. War das hoch genug? Ne, war nicht hoch genug. Nur noch höher schmeißen. Der Winkel stimmt noch nicht. Zack, und geschmissen. Yes, haben wir noch erwischt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part von Let's Play Skyward Sword für Nintendo Wii. Bis dann.